Wir begrüßen jetzt zwei Herren, Thomas Bucher und Wolfgang Malik. Ich darf euch da bitte auf die Bühne bitten. Bitte einen kurzen Applaus. Ich darf kurz die Herrschaften vorstellen und Sie werden gleich sehen, warum ich gesagt habe, das geht nicht ohne die Funktionen, die Sie repräsentieren. Thomas Bucher ist hier in dreifacher Funktion vertreten. Er ist Architekt, er ist Städteplaner, er hat mit seinem Team international ganz, ganz viele Preise eingeheimst, aber auch Leuchtturmprojekte verwirklicht, zum Beispiel das OIC Headquarter in Jeddah oder das Konzert aus der Warschauer Symphonie. Er war österreichischer Architekt des Jahres 2012. Daneben, und deshalb steht er hier buchstäblich auf zwei Beinen, ist er aber auch Mitveranstalter und Mitträger der Urban Future Global Conference. An seiner Seite steht Wolfgang Malik. Hier ist der Planer, hier ist der Umsetzer. Er ist der CEO, der Generaldirektor, Vorsitzender des Vorstands der Holding Graz. Die Holding Graz ist der kommunale Betrieb der Stadt Graz für die Dienstleistungen, welche hier von vielen, vielen tausend Mitarbeitern erbracht werden im Auftrag der Stadt Graz als privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen. Wolfgang, ich würde gerne mit dir beginnen. Du bist seit 16 Jahren als CEO an der Spitze dieses Unternehmens. Und wie ich schon angedeutet habe, von dir und von deinen Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitern erwartet man, dass alles problemlos funktioniert. Der öffentliche Verkehr soll pünktlich sein, das Wasser soll fließen, die Energie kommt durch die Leitung, das Grün in den Gärten soll also sprießen, die Müllabfuhr, ganz wichtig, soll funktionieren. Das ist mehr als abendfüllend. Aber wie machst du mit, was in Stadtentwicklung angeht, was uns hierher gebracht hat? Wie beschäftigt sich, wie ist diese Schnittstelle zwischen einer kommunalen Service-Holding und der Stadtentwicklung? Ja, danke von meiner Seite auch einen wirklich schönen guten Morgen hier in Graz. Es ist ein sehr überschaubarer Zeitraum, den du angesprochen hast und natürlich mit dem Vorteil verbunden, dass man wirklich betrachten kann, was sich da verändert hat in der Vergangenheit. Wir schauen jetzt zwar in die Zukunft, aber wer die Stadtwerke im Jahr 2000 in Erinnerung hat und die Holding Graz heute kennt, weiß, was da geschehen ist. Vom Ausbau des ÖVs, Flughafen, die Freizeiteinrichtung, die Energieversorgung, sehr viel ist passiert. Und man muss im Management gemeinsam mit den Führungskräften, mit den Kollegen Barbara Muhr und Gerd Heigelmeier, den Kollegen sind ja heute auch dabei, gute Ideen haben. Man muss Ausdauer und Beharrlichkeit haben, man muss aber auch die Unterstützung des Eigentümers, der Investoren und der Partner haben und letztlich eine innovative Strategie, eine herausfordernde Strategie. Und die Basis für solch eine Strategie, es ist ja heute schon auch angesprochen, ist ein modernes Kunden- und Kommunikationsmanagement von Social, vor allem das Thema Social Media ist etwas, was in aller Munde liegt und das ist unser Thema, auch bei der Holding und vor allem auch ein aufgeschlossenes, modernes Unternehmertum. Und da braucht man engagierte, tüchtige Mitarbeiter und das haben wir. Und gerade die Holding, die ja vor 5 Jahren neu gegründet wurde und wo alle Dienstleistungen der Stadt, die nicht hoheitlich sind, bei uns zum Großteil zusammengefasst sind, hat sich auf 3 Blöcke konzentriert. Das eine ist schon angesprochen worden, die tägliche Dienstleistung, die Sie erwarten, rund um die Uhr von der Mobilität, Wasser, Energie. Das muss funktionieren, das ist unser Kerngeschäft. Es gibt weiters unsere Marktbeteiligungen, wo wir versuchen, mit wirklich internationalen Playern zusammenzuspielen. Ich denke an den Ankündigungen mit Jean-François Decaux, an Swissport beim Flughafen oder bei der Energie mit dem großen oder in der Steiermark mit Energie Steiermark. Und der große Block, der für die Holding quasi die Zukunftschance und auch der Beitrag für die Stadt darstellt, ist eben das Thema, wie wir intelligente, innovative Mitwirkung an Stadtteilentwicklungen oder städtischen Projekten leisten können. Und da denke ich an die Modellregion E-Mobility, da denke ich jetzt an unser Projekt, den öffentlichen Nahverkehr mit einer völlig neuen
Technologie bei den Bussen auszubauen, die Elektrobusse. Ich denke aber auch an diese alternativen Energieprojekte, die in der Stadt Graz Zukunft haben, gemeinsam mit der Energie Steiermark, die ja auch medial, auch jetzt in der letzten Zeit, immer wieder angekündigt wurden. Und da geht es auch dabei, dass wir bei der Smart City Initiative, bei dem Projekt der Smart City Reininghaus massiv mitwirken und zukunftsorientiert mitwirken wollen. Das ist unser strategischer Auftrag, unser Auftrag des Eigentums, und das versuchen wir abzuwickeln. Und wir sind ja schon seit der Gründungsphase dieser Konferenz immer Kooperationspartner und Mitwirkender. Das hat ja seinerzeit begonnen mit der E-Mobility-Konferenz, hat sich dann weiterentwickelt zu der Urban Future-Konferenz, und ich bin auch stolz jetzt als Sponsor und mitwirkender Partner dieser Konferenz, dass diese so regen Zuspruch hat, ausverkauft ist de facto, also gut für ein Unternehmen, wenn etwas ausverkauft ist. Und ich freue mich auf rege Diskussionen, auf einen super Know-how-Transfer, und soll jeder bitte etwas aus Graz mitnehmen für seine Kommune, für sein Unternehmen. Es wird die Zukunft hier wirklich gut beraten. Vielen Dank. Danke sehr. Thomas Buche chattet um die ganze Welt, ist nachgefragt auf der ganzen Welt als Architekt und als Städteplaner. Aber hier in seiner Heimatstadt ist er Veranstalter der Urban Future Konferenz. Was hat Sie bewogen, diese Konferenz mitzutragen und, wie wir gestern Abend ja schon gehört haben, auch weiterzuentwickeln? Ja, Sie haben es eh schon gesagt, also ich habe ein Architekturbüro und wir arbeiten relativ gesehen um den ganzen Globus herum. Wir haben Projekte in China, im Middle East, in Europa. Wir haben ein kleines Office in Toronto, Kanada, wo wir arbeiten. Und ich bin so seit 10 Jahren unterwegs in der Welt, und früher wollte ich immer raus aus Graz, weil mir das viel zu klein war. Und dann bin ich jetzt so in der Welt unterwegs, und ich merke eigentlich jetzt immer, wenn ich wieder zurückkomme, wie cool es hier ist in Graz. Warum ist es cool hier in Graz? Es ist sehr grün, wir haben noch immer. Ja. Wir haben noch immer gute Luft hier in Graz. Es ist überschaubar, man kennt sich und man fühlt sich wohl. Und ich sehe aber auch die Probleme, die in Städten stattfinden, außerhalb von Europa, wo die Probleme viel größer sind, weil die Zuzüge größer sind, weil die Umwelt stärker belastet ist wie bei uns, weil die Auswirkungen des Klimas viel stärker und direkt spürbar sind wie bei uns. Und bei mir ist das Bewusstsein gereift, dass wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt aktuell arbeiten mit unserer Welt, dann werden einige Sachen passieren, die wir uns jetzt gar nicht vorstellen wollen. Und es hat sich die Möglichkeit ergeben für mich, hier in dieser Konferenz Teilhaber zu werden. Und das habe ich deshalb sehr gerne angenommen. Einerseits, um die Konferenz hier mit Ihnen abzuhalten. So viele Gäste und so viele Speaker mit so viel Knowledge. Ich bin wirklich sehr gerührt und geehrt, dass Sie alle gekommen sind, und möchte Sie auch sehr, sehr herzlich begrüßen. Aber wir haben noch größere Pläne vor damit. Wir glauben, dass eine Konferenz alle 2 Jahre oder alle Jahre hier in Graz, das ist fantastisch, das ist wunderbar, aber es muss über die Welt gehen. Und deshalb möchten wir in nächster Zukunft Konferenzen auf der ganzen Welt ausführen. Wir sind schon in Gesprächen mit verschiedenen Städten, die Konferenzen hosten wollen. Und wir möchten aus dieser Urban Future Bewegung eine wirkliche globale Bewegung machen. Ich glaube, die 800.000 Follower, die Sie genannt haben, sind eigentlich schon ein sehr deutliches Zeichen, und das ist ja erst der Start. Und das ist der eine Punkt. Wir möchten also dieses Know-how wirklich weltweit verbreiten, aber auch irgendwo sammeln. Und zum Sammeln haben wir eine zweite Kompanie gegründet, die da, Urban Future Project. Diese Kompanie dient dazu, dass wir dieses Wissen, das Sie alle haben, das auf der Welt vorhanden ist zum Thema Urban Future, dass wir dieses Wissen auf den Punkt bringen und damit wirklich Projekte realisieren können. Und da geht es uns im Wesentlichen darum, wir glauben, Talking, das ist alles super und schön, aber wenn wir nicht wirklich zum Ändern anfangen, wenn wir nicht wirklich zum Bauen anfangen, wenn wir nicht wirklich
Districts entstehen lassen mit modernster Technologie und wo wir moderne Technologie auch umsetzen können, ja, dann werden wir ewig nur beim Reden bleiben und das macht auch keinen Sinn. Und deshalb, das ist der Grund, warum ich mich hier engagiere und ich bin voll glücklich, dass ich das machen kann. Danke. Okay. Ja.